Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats zu einem ziemlich spontanen Video jetzt. Ihr könnt es sehen, eigentlich war ich noch damit beschäftigt, gerade mein letztes Video zum Schneiden. Und ja, dann war ich noch ein bisschen unterwegs und ich habe euch ja erzählt oder gezeigt in einem meiner letzten Videos, dass ich so einen alten Gaskoffergrill beim Entrümpeln gefunden habe. Und da habe ich euch ja erzählt, dass es dafür so einen Motor gab, wo man Hähnchen, also Grillhähnchen dann mit so einem Spieß zubereiten konnte. Den normalen Grill habe ich ja in dem damaligen Video schon ausprobiert und seitdem habe ich ja immer schon das Bedürfnis gehabt, das einmal abzuchecken, wie das wäre, wenn man so ein Grillhähnchen macht. Und habe mir dann eigentlich im Anschluss an das Video damals schon so einen Motor bestellt. Also das ist halt so ein Billigprodukt, wahrscheinlich kommt es aus Asien, hat er relativ lang gedauert, glaube ich. 2,5 oder 3 Wochen Lieferzeit hat das Ding gehabt. Auf alle Fälle, das ist gestern gekommen und heute nach der Arbeit bin ich dann noch im Bauhaus vorbeigefahren und habe mir da ein paar Materialien besorgt, weil ich habe mir parallel zu diesem Motor einen Grillspieß von Campinggas bestellt, aber der passt in diese Aufnahme von diesem Grillspieß nicht rein und deswegen musste mir jetzt da so eine eigene Konstruktion zusammenbauen. Das zeige ich euch dann nachher, wenn wir draußen am Grill sind. Jetzt bin ich bloß noch mal kurz zum Supermarkt gespurtet und habe mir hier so ein Grillhähnchen geholt. Also ich bin mal gespannt, ob das überhaupt der Motor, ob der die Kraft hat, dass er das Hähnchen dreht, weil das wiegt ja doch ein kleines bisschen was. Oder ob der einfach zu schwach und halt, dass das halt voll der Billigschrott ist. Aber jedenfalls, das finden wir jetzt in diesem Video heraus. Ich werde das einmal ganz schnell marinieren, hier bei mir in der Küche, das Hähnchen. Also ich habe diesmal kein großes Setup oder sowas draußen aufgebaut, sondern es hat jetzt eine Spontannummer und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das mal ganz kurz ein bisschen abtrocknen, dass das nicht ganz so nass ist. Habt ihr gesehen, ich habe es gerade abgewaschen. Das haben wir bei Geflügel, Fleisch generell machen. So, als nächstes nehme ich hier so eine scharfe Habanero-Soße. Die habe ich aus so einem mexikanischen Supermarkt. Habe ich euch allerdings auch schon mal in einem meiner letzten Videos gezeigt. Das machen wir jetzt hier mal komplett drüber. Das hat mir nämlich ein Kumpel gesagt, dass der das da auch zum Marinieren hernimmt. Ist natürlich scharf wie die Sau, aber ich mag es gern scharf. Reimen wir das Ganze damit ein. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Normalerweise macht man das natürlich früher und lasst es schön einziehen alles, aber es wird so jetzt auch funktionieren mal für den ersten Test. So, und als nächstes machen wir dann Brathähnchengewürz drauf. Das sollte jetzt da ziemlich gut drauf halten. Auf der Grundlage. So, jetzt bin ich bereits heraus. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz den Motor. Das ist eben dieses Teil hier. Das ist ein billiges Plastikteil. Da kann man da ein Kabel einstecken. Und das hat unten einen USB-Anschluss. Das ist jetzt sozusagen die neue Variante. Früher war das nur batteriebetrieben.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass da vielleicht ein Akku drin sein könnte oder zumindest ein Batteriefach, aber das Batteriefach ist fake, also da sind nicht einmal diese Metallaufnahmen drin, also die Pole. Das funktioniert wirklich, also nur mit dem USB dann, was aber auch den Vorteil hat, dass wenn man draußen unterwegs ist, kann man das theoretisch mit einer Powerbank betreiben, was gar nicht so schlecht ist für so einen Campingtrip. Ja, auf alle Fälle, da geht hier die Aufnahme raus, in die eben der Spieß eingesteckt wird und den Spieß, den, wo ich mir da bestellt gehabt habe, habe ich ja vorher schon gesagt, der hat einfach nicht gepasst. Der war viel zu dick, deswegen habe ich mir jetzt eine Servo angemacht. Das zeige ich euch jetzt dann nochmal ganz kurz in der Nahaufnahme, weil ich das jetzt eh nochmal kurz zerlegen muss, um das Händchen drauf zum Spießen. Und die beiden Greifer da, die sind von dem Campinggas-Stab, den ich mir bestellt habe. Hier kann man noch sehen, das ist der Stopper, der geht sozusagen hier raus, dass er das Ding nicht im Kreis dreht, der Motor. Also das wird hier eingehängt. Und dann ist das der Widerstand, damit der Stab sich drehen kann. Und das ist eben jetzt die Frage, dreht er sich oder dreht er sich nicht mit dem Händchen drauf? Hat er die Power oder hat er die Power nicht? Da vorne habe ich das ein bisschen besser gelöst. Das ist nämlich so ein Hohler, so ein Stahl- oder Aluminiumprofil eigentlich nur. Und das habe ich innen nur mal so einen anderen Stab neu gemacht, dass wir hier eine runde Auflage haben. Auf der anderen Seite ist das aber aus technischen Gründen nicht möglich, da haben wir die kantige Auflage und das ist eben jetzt auch so, dass der dann so ein bisschen so drüber holpert und das werden wir jetzt gleich austesten, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt habe ich das Ganze nochmal kurz zerlegt, jetzt könnt ihr das hier sehen, das ist also hier so ein Stahlprofil und da habe ich innen nochmal die Stahlstange, erstens zur Verstärkung, zweitens spreizt das ein bisschen auf. Dadurch passt es besser hier in diese Aufnahme rein. Und hier vorne steht es eben über. Das ist dann der Bereich, wo es sich vorne drehen soll, wo es aufliegt. Ich habe jetzt auf der einen Seite das nochmal kurz abgenommen. Da habe ich hier das Teil als Stopper. Und das ist das Gegenstück. Das wird jetzt dann da wieder aufgeschraubt. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe es bereits eingesteckt. Tatsächlich. Es dreht sich. Aber ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Jetzt geben wir gleich Gas drauf und dann geht's los. Ja, dauern wird das Ganze etwas länger. Das habe ich ja damals schon festgestellt, wo ich das Fleisch gegrillt habe, dass das mit dem Gasgrill nicht ganz so schnell funktioniert wie mit einem Holzkohlegrill. Aber ich habe Zeit, vielleicht springe ich jetzt nebenbei gleich noch ein bisschen im Pool. Ja, ganz langsam, Schritt für Schritt wird das was. Ich habe allerdings noch ein bisschen nachjustieren müssen. Ich habe nämlich ein Problem. Und zwar, wenn ihr mal genau hinschaut, der Motor hat ein kleines bisschen Spiel. Man sieht das jetzt. Es liegt daran, dass der Stab hier nur bis zur Hälfte in der Aufnahme drin ist. Das kann ich aber jetzt halt aktuell gerade auch nicht ändern. Dazu muss ich ihn ein bisschen zuschleifen, dass er weiter reingeht, dann hat er das Spiel nicht mehr. Jetzt ist nämlich das Problem, dass der nach ein paar Mal Umdrehungen eigentlich runterrutschen würde. Ich habe aber jetzt allerdings auf der anderen Seite innen so ein Gegenlager hingeschraubt, das das jetzt verhindert, dass der komplette Stab runterrutscht. Jetzt zeige ich euch noch kurz was anderes, und zwar hier. Mein Weg hat mich unter anderem auch beim Aldi vorbeigeführt und da gibt es im Moment Camping-Sachen. Konnte nicht widerstehen und hat mir so einen Klapptisch mitgenommen. Den baue ich jetzt mal kurz auf und könnt ihr da noch drauf schauen. Der hat mir so vom Foto her einen guten Eindruck gemacht. Der ist vom Konzept her ähnlich wie der ganz kleine, den ich auf meine einzelnen Touren immer dabei habe, wenn ich meine Zeltbahnen aufbaue und koche draußen. Und ja, der hat bloß 19 Euro gekostet, konnte halt nicht widerstehen. Schauen wir mal, was er kann. Jetzt habe ich nochmal aufgebaut. Macht einen halbwegs stabilen Eindruck. Gewicht ist angegeben, 30 Kilo kann man belasten. Ob ich das wirklich aushält, weiß ich nicht, aber ja, ihr seht ja,
bisschen wackelt das Ganze schon, aber so als Campingtisch passt es und mir gefällt es, dass man halt die Tischplatten klar machen kann. Das ist da oben drauf gesteckt, diese Aluleisten, und dann kann man die einfach aufrollen. Wie so Isomatten, dann nimmt man oben die zwei Teile runter und der untere Teil, das ist wie so ein Ziehharmonika-Gestell. Und ihr habt ja die Taschen vorher gesehen, das passt dann da rein. Ist jetzt natürlich nichts für meine Wandertouren oder für Kajaktouren, aber wenn ich jetzt mit dem Jeep unterwegs bin, dann passt das in mein Setup ganz gut rein. Wenn man wirklich mal länger steht und auch ein bisschen, ja, einen höheren Tisch einfach beim Kocher haben will. Naja, das nächste Mal, wenn ich mein Jeep-Setup aufbaue, dann benutze ich den einmal als Küchentisch. Wenn ich mein Gemüse drauf schneiden, passt schon. Also für 19 Euro kann man sowieso nichts sagen. So, wir nehmen schon mal ein bisschen Brot angefangen zum Essen, weil ich schon so einen Hunger habe, aber das Teil hat es jetzt schon bald. Auf der Oberseite ist es schon ein bisschen dunkel, unten eher weniger. Ich habe bloß Angst, dass es innen nicht ganz durch ist. Deswegen lasse ich es lieber ein kleines bisschen länger drauf. Also ich habe es vorher noch nie gemacht, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, wie lange man das eigentlich drauf lässt. Das mache ich jetzt so drei nach Gefühl. So, fertig ist das Ganze jetzt höchstwahrscheinlich. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, wie wir das Ganze jetzt zur Hand haben. Ja, es schaut durchaus. So Leute, jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Good one. Man sieht es auch durch. Ich würde beim nächsten Mal allerdings ein anderes Grillgewürz verwenden, weil da war sehr viel Majoran mit drinnen. Und das gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsgewürzen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das mal sowieso selber hermischen, aber durch die scharfe Chili-Soße hat es richtig jetzt Dampf. Ist geil. So richtig saftig geblieben. Ja, der erste Versuch hat eigentlich halbwegs gut funktioniert. An der Feinjustierung muss ich noch ein kleines bisschen arbeiten. Nächstes Mal anderes Grillgewürz auf alle Fälle verwenden, mit weniger Majoran drinnen. Und ja, ich muss noch bei den Verschraubungen ein kleines bisschen nachbessern, dass das alles ein kleines bisschen mehr Stabilität kriegt. Für meinen Geschmack hätte ich es jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde länger drauf lassen, aber die zweite Hälfte hat mein Vater gekriegt und der wollte es nicht ganz so dunkel. Oder was heißt ganz so dunkel? Der hat halt Angst gehabt, dass es halt austrocknet war, aber nicht der Fall. Also das war ganz saftig innen drinnen. Und ich würde es auf alle Fälle nur eine Viertelstunde, 20 Minuten länger drauf lassen. Ich habe jetzt allerdings auch nicht auf die Uhr geschaut, wie lange es insgesamt drauf war, aber es dürfte schon dreiviertel Stunde auf alle Fälle gewesen sein.
Das ist halt Geschmackssache, wie man es mag. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht sehen wir uns dann demnächst auf einer richtigen Tour auf meinem Kanal wieder, wenn es in den Wald geht oder mit dem Kajak auf dem Fluss oder sonst wohin. Bis dahin, macht's gut. Ciao.